Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der Gastvorlesung von Kollegen Jonkers. Professor Jonkers war ja vor einigen Jahren schon einmal hier an der Hochschule, allerdings damals weniger in rein akademischer als mehr in akademisch-administrativer Funktion als Sprecher der AWPRO-Kommission, die ja hier einen Staub aufgewirbelt hat. Aber heute spricht er hier als Philosoph zu uns, weil es in der Philosophie ja nur um die Wahrheit und um die besseren Argumente geht und weniger um die Person, zumindest der Theorie nach, in manchen Richtungen, werde ich also die Einführung auch ganz kurz halten. Nach einer Promotion 1982 in Löwen über Hegels Verhältnisbestimmung von Glauben und Vernunft, ich hoffe, Glauben und Wissen. Glauben und Wissen. Es geht schon los, er war Hegel natürlich, glaube ich. War er von 1983 bis 1991 in Erlen Professor, dann von 1991 bis 2006 in Utrecht und in Utrecht in der Katholischen Theologischen Universität auch Rektor und hatte dann in dieser Funktion die vielleicht ehrenvolle, aber wahrscheinlich nicht angenehme Aufgabe, die Zusammenlegung mit der Fakultät in Tilburg als Rektor eben zu begleiten, um das zurückhaltend wahrscheinlich zu sagen. Deswegen ist er aber 2007 Professor für Philosophie in Tilburg und im Augenblick wieder Dekan. Trotz der Arbeit als Dekan findet Peter Jonkers doch noch Zeit für die Wissenschaft und in den letzten Jahren hat sich als einen Schwerpunkt herausgestellt, die Metaphysik die Frage nach der Metaphysik von Wahrheit im Horizont pluraler Gesellschaften. Also wie sind gerade religiöse Wahrheitsansprüche in pluralen Gesellschaften zu denken. Und dazu wird er auch heute vortragen. Lieber Peter, ich freue mich, dass du jetzt als Philosoph zu uns gekommen bist, nicht als Administrator und danke dir für den Besuch.